Sonnenaufgang am Bärensee. Und das heißt, jetzt in den frühen Morgenstunden auf Barbe angeln. So, gucken wir doch mal, ob wir hier heute die Albino-Barbe bekommen. Ist ja einfach der Hammer, das Teil. Richtig, richtig nice. Schönes Ding, eine schöne Ergänzung zum Bärensee. Einfach mal den gesamten Bärensee um 100% aufgewertet. Einfach nur, weil ein neuer Fisch drin ist. Jetzt haben wir hier zwei seltene Fische drin. Die Albino-Barbe und die Goldschleie. Hammer. Richtig, richtig nice. Richtig, richtig cool. Also solche Kleinigkeiten an alten Gewässern beleben einfach solche alten Gewässer. Und das Schöne ist, man kann sie fast sogar, naja, gleichzeitig fangen. Also es ist ja durchaus möglich, dass wir jetzt gerade auf der Köderkombination, die gerade funktioniert, dass wir tatsächlich beide draufkriegen. Also auch gestern wurde schon eine Fast Trophy, naja, sagen wir mal so 3,5 Kilo Goldschleie gefangen auf diesem Setup mit der Köderkombi. Und jede Menge Barben. Also normale Barben ohne Ende. Also die gehen natürlich auch hier rein und deswegen einfach nochmal testen. Futtermische habe ich gerade frisch zusammengetüttelt. Also neue Futtermische. Setup ist soweit ready. Ich bin startklar. Es ist jetzt 4 Uhr morgens. Ich denke mal so zwischen, naja, wahrscheinlich eher so Richtung 6 Uhr wollte ich gerade sagen. Naja, vielleicht doch schon ab 4 Uhr. Perfekt. Wir springen mal auf. Und haben wir sofort den ersten Brocken im Drill. Jawollo. Gucken wir mal, was jetzt hier geht und ob die Futtermische auch schon Wirkung zeigt. Das wäre natürlich der absolute Burner. Ja, das sieht doch vielleicht schon gar nicht so schlecht aus, oder? Jawollo. Richtig, richtig nice. Die erste wunderprächtige Barbe. 2,28 Kilo XP sind da. Jo, Happy Hour Bonus auch noch gerade da. Also direkt wieder raus hier mit dem Köder. Zack. Und dann weitermachen und hoffen, dass hier weiter die Barben stehen. Ja, das geübte Auge erkennt natürlich sofort. Na nu, Alden, was stehst du da so schräg? Ja, also offensichtlich, und ich habe es gestern auch nochmal getestet, also wir hatten zum einen im Livestream haben wir es probiert, da ging auch schon mal einiges ganz gut rein. Und danach habe ich es nochmal probiert, und zwar einmal die klassische Position hier 17 Meter weit raus. Und da 17 Meter weit raus, ja, war auch mal eine Barbe, aber nicht so viel wie im Livestream und offensichtlich auch jetzt gerade. Es geht schon richtig schön los in diese Richtung mit 17 Meter. Also 17 Meter, ich habe es auch gerade nochmal abgegründelt sozusagen, einfach nochmal den Untergrund getestet, wie es denn dort ist. Auch da 16, 17 Meter, also man muss gar nicht so ganz auf die 17 gehen, aber so 16, 17 Meter ist da auch noch alles lehmiger Untergrund. Oha. Und dementsprechend passt das so eigentlich auch ganz gut. Zack, direkt wieder raus damit. Und darunter, wenn wir so bei 14, 15 Meter ungefähr sind, da kommt auf einmal dann die Graskante. Das heißt, wir haben da dann den Untergrund, der dann eher grasig ist. Und dementsprechend haben wir dann natürlich auch unser Setup aufgebaut. Ich bin hier gerade noch unterwegs, quasi mit dem Kupfersee-Setup, also mit den kleinen Pickern bin ich hier unterwegs und habe das gesamte Setup eben hier jetzt auf klassische Haarmontage eingestellt. Also alle drei Routen mit der klassischen Haarmontage und eigentlich ähnlich zusammengebaut. Relativ fein hier, nur mit 18 Kilo Leadcore, mit einem kleinen Blei. Auch hier nur das Vorfach auf 18 Kilo. 1-0er Haken. Da bin ich ein bisschen dicker reingegangen. Wenn da einer reingeht, dann soll er auch eigentlich richtig schön groß sein. Also nicht so die, also 1er Haken wäre eigentlich normal, wäre voll okay. Voll rein auf dem 1-0er, ein bisschen übertrieben. Und dann aber eben auch hier in der Kombination mit diesen kleineren Pellets,
beides eben auf Pellet, also Pellet-Pellet-Kombination. Vielleicht könnte man auch mal testen mit Pellet-Boilie und das zweite wäre dann Krabbe-Muschel-Soluble. Auch vielleicht eine Option, kannst du ja vielleicht mal testen, gerne unten in die Kommentare reinschreiben, ob das funktioniert hat oder einfach im Discord posten, Link zum Discord unterm Video. Da wird auch schon wahnsinnig viel ausgetauscht, natürlich auch über den neuen Kupfersee. Und ja, hier die Kombination hat eben ganz gut funktioniert und es erinnert natürlich an das Angeln auf die Aralbarbe. Absolut. Und es funktioniert. Also, auch so ein Setup hat richtig gut funktioniert. Futtermische gucken wir uns natürlich auch noch gleich an. Wenn man jetzt mal eben schaut hier in den Rekorden, wöchentliche, da gab es... Oh, ist er schon nicht mehr drin? Ah nee, die waren ja gerade vorbei. sehen wir das in den absoluten? Genau, in den absoluten ist es noch drin. Guck's dir mal an, Alter. Und da muss ich sagen, da bin ich ja ein riesen Fan von, ne? Dass einfach auf Boilie eine noch dickerer, eine noch bessere Fisch gefangen wird, als auf diesen Goldköder. Also ich bin überhaupt kein Fan davon, Goldköder fürs normale Barbenangeln zu verwenden. Komplett übertrieben. Das hier ist einfach mega nice. Dass einfach schön die nochmal deutlich dickere Barbe auf Pellets gefangen wird. Fertig. Haut weg die ollen Goldköder, ballert sie raus. Aber die richtig geilen, die werden einfach auf Pellets gefangen. Mega nice. Ohne Gold, einfach so. Das ist halt richtig cool. So, so, einmal kurz ranzuppeln. Genau, 17 Meter, das haben wir, Setup haben wir, Köderkombi haben wir, hoppala, gefettfingert. So. Jetzt geht's da wieder los, sehr schön. Futtermische gucken wir uns jetzt noch eben an und ich glaube, dann haben wir schon alles für die Barben. Dann heißt es einfach nur wieder durchhalten, warten und warten. Ja, von den Frequenzen her, Morgenstunden, Abendstunden. Ganz deutlicher Unterschied, ist aber bei der Barbe schon immer eigentlich so gewesen, dass sie richtig schön aktiv ist in den Morgenstunden. Jetzt ist natürlich noch ein bisschen die Frage, wie ist es mit dem Wetter? Wir hatten zuletzt so dieses gemischte Wetter, relativ warm und das hat sehr gut funktioniert. Heute, naja, deutlich kühler eigentlich. Deutlich kühler. Gucken wir mal. Ich bin gespannt, ob sich hier irgendwann auch die Wassertemperatur ändert. Nach so ein, zwei Tagen, ob das auch wieder ins Warme geht. Jetzt hier gerade im Moment alles auf normal eingestellt. Wir hatten auch schon warmes Wasser. Und ja, wie gesagt, jetzt alles auf normal. Scheint aber auch gerade noch ganz gut zu funktionieren. Wobei eben bei warm sind die eben auch gerne mal etwas ufernäher unterwegs. Ne? Das heißt, da hat man vielleicht nochmal eher die Chance, ja klar, dass man hier auf diesen 17 Metern, wir sind ja relativ ufernah unterwegs, dass man da vielleicht doch nochmal eher auch hier die Barben antrifft, wenn es speziell etwas wärmer ist. Das kann natürlich durchaus sein. So. Erstmal wieder schön hinsetzen. Ah ne, wir müssen ja noch einen Blick reinwerfen. Und zwar in die Futtermische. Klassisches hier mit dem kleinen PVA jetzt hier einfach unterwegs. Einfach auch wegen dem Wurfgewicht der Ruten. Wenn du hier ganz normal mit der Karpfenrute stehst oder mit der dicken Fiederrute, natürlich auch ruhig die dickeren, die 20 Gramm PVAs verwenden. Hier in Kombination die klassische Barbenkombi. Wie immer schon gesagt, wenn du auch unsicher bist, was gut funktioniert, einfach gucken, was ist bei den Original, bei den vorgegebenen Futtermischen, was ist da drin. Hier jetzt drin Sonnenblumenkerne als Basis, Fliegenmade und Lehm. Damit ist die gesamte Mische schon mal ein bisschen kompakter durch den Lehm und auch eher so auf dem Grund halt schön. Bleibt auch länger übrigens hier, 27 Stunden bleibt hier halt aktiv. Das heißt, wir müssen auch nicht ganz so viel die ganze Zeit immer wieder nachfüttern. Und dann eben gucken hier, wie gesagt, das ist Standard. Was haben wir als Köder? Ich habe jetzt hier drin die Flusskrebs-Pellets in 12, relativ große Pellets hier verwendet. Und eben Krabbe-Feed-Pellets mit Flusskrebs nochmal als Dip für das Gesamte sozusagen. Und damit ist das durch. Hier jetzt auf dem Setup übrigens nur nochmal einen Einserhaken. Die beiden anderen Setups eben mit
Das ist der Einser. Kommen wir da hinten dran. Genau, mit dem 1-0er-Haken. Ne? Übrigens auch hier Vorfasslängen ruhig mal ein bisschen variieren und kombinieren. Damit spiele ich gerade ein bisschen rum mit den verschiedenen Vorfächern. Gerade nochmal eben schauen. Auf dem Setup hier gerade war der Biss. Ja, gucken wir mal. Vielleicht mache ich hier gleich auch nochmal eine andere Kombi dran mit dem Vorfach. Also sinkende Boilies. Gerade auch für einen Kupfersäher interessant, sinkende Boilies und dann eher, wie gesagt, dieses geflochtene, diese dünne geflochtene Schnur, dieses Karpfenvorfachsmaterial in verschiedenen Längen auch ein bisschen testen und bei den Pop-Ups vielleicht dann doch eher auf die Monoschnur gehen, die ja selbst dann auch nochmal eine auftreibende Wirkung hat. Ja, jetzt heißt es erstmal wieder ein bisschen warten und hoffen. Und ja, durchaus möglich, dass es heute auch gar nicht mehr so richtig reinkickt. Wie gesagt, deutlich besser bei warmen Temperaturen. Das zumindest der Eindruck der letzten Tage. Und ja, ob sich das jetzt so bestätigt, kannst auch du nochmal bestätigen, wie es bei dir war. Hattest du warme Tage? War es erfolgreich? Ging da ein bisschen was rein? Und vor allem, auf was ging bei dir die Albino-Barbe rein? Ich habe sie noch nicht. Ich bin mega gespannt, wann sie und ob sie reinballert. Also sitzen bleiben, durchhalten, testen, testen, testen. Petri Lümmels, wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr live auf YouTube und auf Twitch. Petri.